In der EU-Care wollen wir nicht nur gucken, ob es den Patienten wirklich besser geht, sondern auch, inwieweit sich wirklich der finanzielle Einsatz in die Rehabilitation von kardialen Patienten, in den älteren kardialen Patienten wirklich auch lohnt, insbesondere auch im Vergleich zwischen den Ländern. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig auch zu sehen, vielleicht auch, was denn wirklich das kostengünstigste Programm ist in den verschiedenen Ländern und Vergleiche zu ziehen. Das Ziel von EOCARE ist zu gucken, was wirklich über 65-jährigen Patienten eine kardiologische Rehabilitation bringt, hinsichtlich der Fitness, hinsichtlich der Quality of Life, also der Lebensqualität. Und das machen wir natürlich im Vergleich zwischen den teilnehmenden 6 europäischen Ländern. Und wir gucken natürlich auch, das Spannende ist eben in dieser Studie, was können wir denn eben Patienten anbieten, die gar keine Rehabilitation wollen. Da haben wir eben noch dieses Mobi Health Device, also was kann ich da wirklich mit einem Smartphone bei Patienten wirklich erreichen, um den zu aktivieren und was für seine Fitness zu tun. Also, wir können sicherlich aus der Studie mitnehmen, dass kardiale Rehabilitation bei Alten auch was bringt. Wir machen zwar in allen Ländern unterschiedliche Ansätze, aber es bringen alle etwas für die Patienten. Und es bringt auch dieses Smartphone Rehabilitation, die wir einigen Patienten auch anbieten können, bringt auch was. Und das ist, glaube ich, ganz zukunftsweisend, dass wir da wirklich auch Möglichkeiten haben, Patienten was anzubieten, die eigentlich gar nichts wollen.